Trainingstage nach der Niederlage gegen Bayern, habt ihr die sozusagen verdaut? Ja klar, also wir hatten ja das ganze Wochenende Zeit dann und ja, gestern ging es wieder los, neue Woche, neues Spiel, schon vergessen jetzt. Was kann man Positives aus diesem Spiel vielleicht doch rausziehen, obwohl es eine Niederlage war? Ja, wenn man das Spiel sieht, haben wir ja, ein ordentliches Spiel gemacht, aber das Ergebnis hat einfach nicht gepasst und ja, das ist ärgerlich, aber ich denke, es gibt viele Situationen, ja, wo wir mitnehmen können für die Saison oder für Samstag. War eigentlich dieses 1:1, was Aaron Hunt abgesprochen wurde, was jetzt Alonso zugesprochen wurde von der DFL, nochmal Thema. Wie hast du das gesehen? Also habt ihr euch darüber geärgert? Nee, wir haben nur gelesen, dass irgendwie erst Pierre war, dann war es doch Aaron und jetzt im Endeffekt Alonso. Ja, uns ist es eigentlich egal. Ich weiß nicht, ob es Aaron egal ist. Ja, haben die so entschieden, kann man nicht mehr ändern. Jetzt geht's gegen Stuttgart, das ist ja dein Lieblingsgegner, ne? Einer meiner Lieblingsgegner, wenn man das so sagen kann. Ja. 8 Spiele hast du gegen die gespielt, 6 Siege und 5 Tore. Warum läuft es denn besonders gegen Stuttgart so gut? Ja, weiß ich auch nicht. Also, schwer zu sagen, ich glaube irgendwie, man hat so Teams, wo es einfach gut läuft oder auch mal nicht so gut. Und ja, Stuttgart gehört dazu, für mich persönlich. Dann schaut man auf den letzten Spieltag auch auf die Tabelle, könnte Stuttgart ranrutschen auf einen Punkt. Was macht dich aber zuversichtlich, dass vielleicht mal nicht so ist wie in den vergangenen Jahren, sondern dass der HSV nicht unten reinrutscht. Ja, weil wir überzeugt sind von uns. Also wir wissen, was wir können und wenn wir unser Potenzial abrufen, dann wird es schwer uns zu schlagen und ich gehe davon aus, dass wir in Stuttgart gewinnen. Vielleicht mal eine persönliche Frage zu dir. Du bist nicht wegzudenken aus dieser Mannschaft aktuell. Warum ist Nikolai Müller dieses Jahr so viel stärker als in der vergangenen Saison? Ist nicht immer leicht. Ja, das habe ich schon, glaube ich, 1000 Mal gesagt und ich will auch nicht immer in der letzten Saison sagen, das ist vorbei. Ich fühle mich wohl, mir gefällt es hier, es macht mir einfach tierisch Spaß im Moment und ja, ich denke, das ist der Schlüssel dazu. Man hört drumherum, dass noch der eine oder andere dazukommen soll in die Mannschaft. Freut ihr euch? Ja klar, also wir können, glaube ich, jede Verstärkung gut gebrauchen und ja, bin mal gespannt, wann das der Fall ist. Letzte Frage von mir, worauf kommt es in Stuttgart an und was erwartet euch vor allem für einen Gegner? Ja, offensiv ein sehr, sehr starker Gegner, also richtig Qualität da vorne drin. Und ja, da müssen wir gut verteidigen und unsere Chancen nutzen und zielstrebig sein und unseren Plan zu 100% ausführen. Kannst du einmal den Satz vollenden? Wenn ich gegen Stuttgart treffe, dann? Freue ich mich. Was willst du hören jetzt? Dass ich mein Trikot ausziehe oder so? Nee, das ist nicht mein Ding. Okay. Schon mal was von Carlos Mané gehört? Ist es der neue Spieler? Mané, ja. Kenn ich. Hast du schon mal ein Video irgendwie angeguckt von ihm und glaubst du, er könnte den HSV verstärken? Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir kein Video von ihm angeguckt.